Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gold Rush. In der letzten Folge hatten wir dieses wunderschöne Problem, da habe ich ja viel getestet und viel gemacht, auch viel, was ihr nicht gesehen habt. Jetzt habe ich dann nochmal einen Kommentar gelesen, das habe ich voll außer Acht gelassen. Man kann ja theoretisch die alte Trommel wieder zurückschicken lassen, also zu unserem Lagerhaus. Bei dem, wo wir es gekauft haben, zurückschicken lassen und wieder herschicken lassen, dann können wir ja das verkaufen. Lustigerweise habe ich es zuerst probiert, es ging aber nicht. Jetzt würde ich mal sagen, schauen wir einfach nochmal nach, ob es jetzt geht, weil das wäre dann das Letzte, was mich einfallen würde. Nochmal vielen Dank für diesen Kommentar. Wurde mir nochmal aufmerksam drauf gemacht, dass man das auch machen könnte. Das habe ich jetzt gar nicht mehr dann jetzt getestet, weil ich es als erstes gleich getestet habe und es nicht ging. Wollte ich es erstmal so testen, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, jetzt nochmal es auszuprobieren. So, dann schauen wir mal. Dann müssen wir mal kurz in das Städtchen fahren, weil wir haben da das Ding hier mit dem Transport nicht. Autsch. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. noch nicht freigeschalten gehabt. Beziehungsweise noch halt noch nicht freigekauft, das wäre vielleicht auch so mal was. Weil ich denke, das gilt dann an jeden Claim. Hoffe ich doch. Das ist schon recht teuer da alles. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Es wäre blöd, wenn das jetzt nicht funktionieren würde. Naja, dann müsste ich halt wirklich einen viel älteren Spielstand laden. Notfalls müsste ich dann so hinfriemeln. Dann würde es schon funktionieren. Aber gut, das sehen wir jetzt gleich. Du, nicht in die Botanik. Wunderbar. Oh, es senkt. Handbremse. Perfekt eingepackt. Gut. Mal sehen. Neues Plakat. Transport. Das müssten wir. Normalerweise bist du doch. Trommel. Normalerweise müsste es die sein. Ich gehe nochmal raus. Nicht, dass wir da jetzt einen Fehler machen. Normalerweise müsste es die einfache sein. Ja. Trommel. Die heißt nur Trommel. Die heißt verstärkte Trommel. Okay. Okay. Müsste ja dann theoretisch reichen, hier. Trommel, 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 hier. Rüber und Bestellung. Dann wieder E. Rüber und Bestellung. Gut. Jetzt müsste es normalerweise nicht mehr unser Problem sein. Hier kaufen können wir uns auch nichts mehr eigentlich, außer dem Frankenstein und dem Bulldozer, aber beides brauchen wir nicht. Also so wie wir es momentan haben, lohnt es sich beides nicht. Wupp. Mal sehen. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt geklappt hat. Wah, nicht, nicht, nicht. Uiuiui. Da bricht das Fahrzeug immer ein bisschen aus. Wunderbar. Bin mal auch gespannt auf den Winter, weil wir haben ja jetzt einen Tag nur noch bis zum Herbst. Wah. Dann endet ja langsam auch die Schürfsaison. Da bin ich mal jetzt gespannt, wie das jetzt genau umgesetzt worden ist. Bin ich wirklich mal gespannt. Oh, ja, unser Tank ist auch voll. Der wurde aufgefüllt. Schön, da müssen wir... Ah ja, hier ist es. Wunderbar. Stupsen wir den gleich weg. Vollgas! Vorwärts! Nochmal ein bisschen mehr Anlauf. Den hauen wir weg. Der Park. Und jetzt nicht sehr... Oh, nein! Das Fahrzeug will ich nicht hier kaputt machen. Vollgas! Vielleicht noch ein bisschen schräger, vielleicht ein bisschen mehr Anlauf. Ja, hier so. Vollgas! Ah, nee, da will ich weiter. Vielleicht reicht das ja schon. Nicht, dass wir da jetzt noch unser... Ich glaube, der ist nicht drin. Oh doch, zählt. Schön, verkaufen. Brauchen wir nicht mehr. Tschüss. Zum Glück ist das alte Scheißding in Anführungszeichen weg.
Mal sehen. Ich hoffe jetzt, das müsste ja normalerweise jetzt alles funktionieren. Betonung liegt auf normalerweise, weil es ist Gold Rush, da kann sehr viel passieren. Gut, dann machen wir. Schauen wir erstmal nach. Müsste ja. Ja, schön. Optimal. Gut. Wollen wir mal kurz. Machen wir nur mal einen Schnelldurchlauf, dass alles funktioniert. Wasser, Wasser. Den hier brauchen wir. Oh, da ist auch ein bisschen Material drin. Das schaffen wir gleich auch rüber. Müsste ja theoretisch jetzt alles funktionieren. Den der jetzt hier anmacht, der läuft, es wird weniger. Mhm. Oh! Aha, ohne Saft geht auch nichts. Oh, verdammt! Schnell, schnell anmachen, schnell anmachen, schnell anmachen. Ah. Das wäre es jetzt gewesen. Wunderbar. Es funktioniert. Schön. Da haben wir das auch mal. Ah, zum Glück. Vielen, vielen, vielen Dank, dass das geht. Hi. Boah. Ich bin trotzdem ein bisschen erleichtert, dass das jetzt hier. Oh. Trotzdem so schön funktioniert hat. Schön. Es regnet auch gleich wieder. Toll. Toll, 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 toll. Trotzdem 10%. Also, das macht schon einen Unterschied. Wunderbar. Gut. Das nenne ich doch mal erfolgreich. Schon wieder hier so ein verkacktes Stahlseil. Das lege ich dir aber alle mal nach da oben. Ach, ich kann Stahlseile langsam nicht mehr sehen. Gut. Der alles gut dann funktioniert. Machen wir mal unser Maschinchen an. Bäm, 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 bäm. Keine Ahnung, was das war, dass es den hier umgeschmissen hat. Wirklich keine Ahnung. Ich habe ihn genau so hingestellt. Wirklich mysteriös. Hm. Hä? Jetzt. Rückwärtsgang. Wunderbar. Gut, jetzt haben wir eigentlich alle Probleme soweit gelöst. Das Treibstoffproblem haben wir gelöst. Die blöde Trommel haben wir endlich mal gescheit hier gemacht. Gottes Willen. Zum Glück, zum Glück, zum Glück, muss ich ehrlich sagen. Das Einzige, was mich jetzt hier noch einfallen würde, glaube ich, da müssten wir aber kurz mal ins Zelt schauen. Weil, mich regt es ein bisschen auf, dass ich andauernd weg muss, weil da hier so eine Batterie kaputt geht oder ein Schlauch kaputt geht oder so anderes Zeug. Klar, wir sind jetzt nicht so weit weg von der Stadt, aber ich möchte es mir trotzdem mal ansehen, wie teuer das ist. Das können wir mal gleich nachschauen. Ich wollte nur mal kurz hier mal hier hin. Gucken wir schon mal. Runterfahren lassen, 25%, optimal. Schauen wir mal kurz nach. Das würde mich wirklich mal interessieren. Hm. Wupp. Arbeiter, ja, das habe ich auch zwischendurch mal. Oh, drei. Wartend. Okay, drei Stück hätten wir hier. Rüttler, Tier 1. Ockpen, Waschrinne. Radlader. Was macht er dann beim Radlader?
Wahrscheinlich tut er die Sachen da einfach nur schauen, dass die nicht kaputt gehen, glaube ich. Ganz schön toll. Dollar. Ganz schön teuer. Aber da schauen wir, wie mal später. Ausrüstungsgeschäft. 20.000. So viel Geld kann ich doch nicht ausgeben. Störungen und Reparaturen. Okay, auch 20.000 und 50.000. Hui, teuer. Glen Bank. Ja, da haben wir. Ha, das wäre so schön, wenn wir hier mal einen größeren bekämen. Vielleicht der da wäre hammergeil für 2,4 Millionen. Der wäre schon sehr, sehr cool. Aber den würde ich dann, wenn dann, gleich kaufen. Weil die Pacht ist einfach boah, 45%. Goldpreis ist auch momentan. Boah. Okay. Zurück. Gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal das ganz normale Goldgeschäft wieder auf. Und um das Zeug kümmern wir uns dann später. Moment, jetzt muss ich trotzdem noch mal kurz schauen wegen den Kredit, wie viel da wir jetzt zahlen. Ob es jetzt 30.000 waren jetzt noch mal? Weil den habe ich ja kleiner gemacht, also groß gelassen den Kredit. 60.000. Ja, 30.000 müssen wir noch mal zahlen. Und dann haben wir nur noch eine Rate mit 30.000 und dann ist er auch schon wieder abbezahlt. Gut. Schön. Aber ich denke, wir machen dann in der nächsten Folge hier mal unsere schöne Maschine wieder voll. Und für diese Folge haben wir es dann soweit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir haben jetzt hier alles repariert. Alles geht wieder. Testlauf haben wir alles gemacht. Und in der nächsten Folge versuchen wir mal hier einen anständigen Clean-out zu machen. Das sollten wir ja normalerweise hinbekommen. Und ja, deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.